Hallo meine lieben Hexen und Zauberer und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter Hogwarts Mystery. Es ist wieder einige Zeit ins Land gezogen, es tut mir sehr, sehr leid, ich bin längere Zeit nicht zum Aufnehmen gekommen. Und so ist es geschehen, dass es eine neue Nebenquest gibt. Es gibt eine große Ankündigung, weswegen wir uns gerade auf den Weg in die große Halle machen. Und hier treffen wir uns mit Penny. Ich habe jetzt in der freien Zeit öfter mal einfach so Unterrichtsstunden mitgemacht und habe gesehen, dass es eine neue Währung gibt, die man kriegen kann. Es gibt wohl einen Hippogreifen-Club oder ähnliches, wo man Währung erhalten kann, beziehungsweise auch richtige Experience Points, so wie normalerweise halt schon, um zu leveln. Und ich denke mal, dass diese Quest hier etwas damit zu tun haben könnte und dem werden wir jetzt einmal auf den Grund gehen. Hey, Valkyria. Ich habe gehört, dass McGonagall heute eine große Ankündigung machen will. Das höre ich zum ersten Mal. Ich frage mich, worum es geht. And there she is. Achtung, meine lieben Schüler! Bevor wir mit dem Unterricht in der Bibliothek beginnen, freue ich mich, Ihnen eine besondere Ankündigung mitteilen zu können. Oh, Penny freut sich. Ab heute öffnen die Sphinx, Drachen und Hippogreif-Clubs ihre Türen für neue Mitglieder. Von diesen Clubs habe ich noch nie gehört. Was ist daran so besonders? Wow. In diesen Clubs können sich die begabtesten Schüler von Hogwarts mit gleichgesinnten Schülern zusätzliches Wissen aneignen und heiß begehrte Vorzüge für ihre Hingabe erhalten. Wie wird man in diese Clubs aufgenommen? Jeder Club hat einzigartige Anforderungen, die man erfüllen muss, um als Mitglied aufgenommen zu werden. Professor, Sie haben erwähnt, dass sich diese Clubs an gleichgesinnte Schüler richten. Um welche Disziplinen geht es dabei? Der Sphinx-Club sucht nach Mitgliedern mit guten Leistungen in den Fächern Zauberkunst, Verwandlung, Geschichte der Zauberei und Astronomie. Das wäre wahrscheinlich kein Fach für mich. Der Drachenclub sucht Mitglieder mit Talent in den Bereichen Fliegen, Verteidigung gegen die dunklen Künste, Duelle und Quidditch. Das ist schon mehr meins. Ich meine, wir haben jetzt in den letzten Zeiten auch sehr, sehr viele Quidditch-Quests gemacht und da werden wir auch in Zukunft weiter mitmachen. Aber das wäre schon eher was, was mich interessieren würde. Und der Hippogreif-Club nimmt Mitglieder auf, die besondere Leistungen in Zaubertränke, Kräuterkunde, Wahrsagen und pflegemagischer Geschöpfe zeigen. Ja, da wahrscheinlich nur pflegemagischer Geschöpfe. Ihr Unterricht ist nicht der einzige Ort, an dem Sie bei diesen Clubs einen guten Eindruck hinterlassen können. Schüler, die bereits Mitglieder sind, werden bei all ihren Aktivitäten nach den besten und vielversprechendsten Rekruten Ausschau halten. Was ist, wenn ich in all diesen Clubs Mitglied werden möchte? Das ist möglich, aber nur die herausragendsten Zauberer und Hexen in Hogwarts können Mitglieder in mehreren Clubs werden. Sprechen Sie mich an, falls Sie weitere Fragen haben. Fürs Erste werden wir mit unserem Unterricht in der Bibliothek beginnen. Okay, das klingt schon mal ziemlich vielversprechend. Und was heißt, es gibt bestimmte Preise? Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel in den Unterrichtsstunden Dinge verrichtet und Experience Points sammelt, kann man dann bestimmte Ausrüstungsgegenstände oder Haustiere oder Skins vielleicht sogar freischalten? Finden wir es heraus. Ich möchte mehr über die Clubs erfahren. Möchtest du mit mir hochgehen? Natürlich, ich möchte auch gerne mehr erfahren. Komisch, wir sind die einzigen beiden. Schön. Miss Delacroix, Miss Haywood, was verschafft mir das Vergnügen? Wenn es Ihnen nichts ausmacht, Professor, wir würden gerne mehr über die Clubs erfahren. Ich beantworte gerne all Ihre Fragen. Sehr schön. Los geht's. Eine Stunde Zeit. Wir haben zum Glück genug Experience Points. Experience Points, würde ich gerade sagen. Hier, guck mal. Da können wir jetzt nämlich diese Punkte sammeln. Das ist jetzt für den Sphinx Club. Da bekommen wir nämlich zusätzliche. Können Sie uns mehr darüber verraten, welche Vorzüge die Clubmitglieder erhalten? So, das hier ist nämlich für den Drachenclub, also gelb. Der Sphinx-Club klingt total cool. Ich weiß nicht, ich bin mehr für den Drachenclub, glaube ich. Wie sieht's mit euch aus? Ich hoffe nur, dass ich das Zeug dazu habe, in den Hippogreifen-Club aufgenommen zu werden. Davon gehe ich aus.
Jeder der Clubs könnte sich glücklich schätzen, dich dabei zu haben. Ich glaube, für sie wäre wirklich der Hippogreif-Club am geeignetsten. Ich meine, hallo, Zaubertränke, da kann ihr ja nun wirklich keiner was vormachen, oder? Also, welcher Club passt am besten zu mir? Ja, wahrscheinlich eher Drache. Für welchen Club habt ihr euch entschieden? Schreibt's gerne mal unten in die Kommentare. Die Clubs sind toll und ich hoffe, dass sie beide teilnehmen können. Das ist eine einzigartige Gelegenheit, um ihr volles Potenzial zu entwickeln und sich mit anderen Schülern außerhalb ihrer Klassen anzufreunden. Das klingt wirklich super. Hoffentlich dauert es nicht lange, bis ich die Mitglieder des Hippogreifsclubs überzeugen kann, mich aufzunehmen. Meine Liebe, ich habe wenig Zweifel daran, dass Sie in Kürze eine Einladung erhalten werden. Oh, was für eine Erleichterung, das zu hören. Sie scheinen in Gedanken versunken zu sein, Miss Delacroix. Darf ich fragen, welcher Club Sie am meisten interessiert? Der Drachenclub. Ich möchte Action. Der Drachenclub klingt, als würde man dort etwas erleben. Ich habe gehört, dass Sie außerordentliches Talent für Duelle haben. Das ist dafür sicherlich von Vorteil. Aber Ihre Leistung im Besenfliegen, in Verteidigung gegen die dunklen Künste, sowie beim Quidditch sind ebenfalls wichtig. Der Drachenclub weiß all diese Fähigkeiten zu schätzen. Aber denken Sie daran, was ich gesagt habe, Sie können zu mehreren Clubs gehören, wenn Sie entsprechendes Talent zeigen. Behalten Sie dies für den Rest Ihrer Zeit in Hogwarts im Hinterkopf. Das werden wir. Das werden wir mit Sicherheit tun. Sehr gut. Und jetzt los mit Ihnen. Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, wenn Sie sich zu Ihrem nächsten Unterricht verspäten. Also damit haben wir die Quest auf jeden Fall abgeschlossen. Aber wie bekommen wir jetzt eine solche Einladung? Glückwunsch, du hast deinen ersten Club freigeschaltet. Also nur indem wir gesagt haben, wir möchten ganz gerne in den Drachenclub, sind wir in den Drachenclub reingekommen. Okay, alles klar. Hervorragend. Und da haben wir auch schon direkt eine Prämie. Übrigens habe ich mittlerweile das Level mit meiner Fee komplettiert. Das ist auch schon mal ganz schön. So, tippe hier, um dir den Club anzusehen. Bin ich aber rausgegangen, oder? Ach lol, es gibt einen komplett neuen Bereich dafür. Deine fortgesetzten Bemühungen im akademischen Bereich werden diesen Club mit Artefakten der Tapferkeit füllen. Aha. Okay, das ist cool. Das ist ziemlich cool. Und das ist verdammt viel. Ah, ich glaube, ich verstehe. Ich verstehe. Das heißt, das wird quasi so ein Raum, den wir mitgestalten können. Und ich habe ja schon ein paar Sachen gesammelt gehabt. Ja, das heißt, wir müssen ja eigentlich nur Unterricht weitermachen. Wir müssen einfach nur weiter Punkte sammeln. Und dann würden wir nämlich schon das nächste Feature hier freischalten, denke ich mal. Und wir haben momentan sogar mehr im Sphinx Club, weil ich glaube ich sehr, sehr viel Zauberkunst gemacht habe in letzter Zeit, weil das eben auch Anspruch war. Und beim Hippogreifen habe ich am wenigsten, womit ich eigentlich auch schon längst gerechnet hatte. Okay, alles klar. Das wird interessant. Das wird ziemlich interessant. So macht man bei Clubs mit. Hogwarts lädt alle seine Schüler ein, magische Exzellenz anzustreben, indem sie sich bis zu 3 Clubs anschließen, die durch Fabelwesen repräsentiert werden, welche den Wesenskern eines jeden Clubs verkörpern. Alle Aktivitäten in Hogwarts, einschließlich Unterricht, andere Clubs und sogar das Abhängen mit deinen Freunden, werden zu deinem Erfolg in einem Club beitragen. Durch die Teilnahme an Aktivitäten, die mit einem bestimmten Club verbunden sind, erhalten die Schüler Club XP, die es einem ermöglichen, Belohnungen zu erhalten und jeden Clubraum zu Ruhm und Ehre zu verhelfen. Das finde ich ganz cool. Die Frage ist jetzt nur, werden wir dann auch die Möglichkeit haben, den Raum so zu gestalten, wie wir es uns erhoffen? Ich meine, wir bekommen dann ja wahrscheinlich hier so Ausrüstungsgegenstände und werden das hier ganz hübsch machen. Aber ich würde es, glaube ich, ganz cool finden, wenn wir das sogar selbstständig erledigen könnten. Gut, damit haben wir jetzt erstmal alles herausgefunden, was wir zum Thema Clubs wissen müssen. Ich gucke einmal ganz kurz, ob noch eine neue Quest dazugekommen ist. Sieht allerdings nicht so aus. So, und da wir ja jetzt gesagt haben, dass wir natürlich auch besonders am Drachenclub interessiert sind, sollten wir uns, denke ich mal, ein bisschen an Quidditch rannähern und schlussendlich dann auch noch die Freundschaft mit Sky freischalten. Das ist das, was ich jetzt demnächst machen werde. Also wir werden jetzt mit Kapitel 3 anfangen, Tage des Trainings.
und wir werden mit Sky trainieren. Dadurch müssen wir natürlich wie immer zum Quidditch-Feld und gucken, was uns als nächstes erwarten wird. Sky, ich bin hier. Ich kann es kaum erwarten, unser erstes Training. Was zur Hölle? Was ist hier los? Quidditch-Training! Los, weich den Klatschern aus! Lol, was? ja, moin. Alles klar, mach ich. Dann weichen wir also kurz den Klatschern aus. Ich werde möglichst versuchen, sehr, sehr viele Hippogreif-Punkte zu bekommen. Sky hat offensichtlich sehr viel Spaß daran. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Lektion abgeschlossen ist und wir erfahren werden, was Sky zum Teufel davor hat mit uns. Sollte das denn? Quidditch-Training! Ich hab dir auch gesagt, dass ich mir ein spezielles Trainingsprogramm für dich ausdenken werde. Hättest du lieber ein normales Training gehabt? Ja, ich bevorzuge ein normales Training. Nein, ich hab's äußerst gern außergewöhnlich. Oh ja. Yeah. Nein, ich freue mich auf ein außergewöhnliches Training. Ausgezeichnet! Das hatte ich mir erhofft. Eine kurze Warnung wäre nett gewesen. In einem Match bekommst du keine Vorwarnung, bevor dich ein Klatscher trifft. Ja, das stimmt wohl. Möchtest du zum Jägerprobetraining eingeladen werden oder nicht? Natürlich möchte ich das, sonst wäre ich nicht hier. Und ich möchte den Quidditch-Pokal, sonst wärst du nicht hier. Du hast das Talent, um mehr als nur eine Einladung zum Probetraining vom Kapitän zu bekommen. Du könntest genau die richtige Jägerin an meiner Seite sein, wenn ich unser Team zur Meisterschaft führe. Vertrau mir also weiterhin, Valkyria. Die Parkins sind schon seit Generationen das Ziel von Klatschern. Wir wissen, was wir tun müssen. Aber du hast 3 Klatscher auf mich geschossen. Beim Quidditch gibt es nur 2 Klatscher. Stimmt, du hast schon etwas gelernt. Das hätte ich aus einem Buch lernen können, Sky. Nicht aus meinen Büchern. Ich habe diese Seiten herausgerissen. Und vermutlich bei einem Windstoß verloren. Ja, wir erinnern uns, wie toll sie darin ist. Wo hast du überhaupt einen dritten Klatscher gefunden? Wer hat denn nicht immer ein paar zusätzliche Klatscher bei sich? Die meisten Hexen und Zauberer? Parkins sind wohl nicht wie die meisten Hexen und Zauberer, schätze ich. Offenkundig. Aber wir kennen uns mit Quidditch aus. Und von deinem Bücherwissen wirst du nicht kräftiger oder verbesserst deine Reflexe. Ich werde nicht immer zur Seite sein, um dich vor einem Klatscher aus Wraths Richtung zu retten. Was Wrath angeht, was weißt du über sie? Meine Freundin Penny meinte, sie sei die erbitterste Treiberin von Slytherin. Erika Wrath sollte sich vor mir in Acht nehmen. Wrath ist nur ein weiteres Hindernis auf meinem Weg, den Quidditch-Pokal für unser Haus zu gewinnen. Und nichts kann mich aufhalten. Meine Familie erwartet einen Sieg. Erwartet nur dein Vater einen Sieg oder deine ganze Familie? Ist das dein Plan, Valkyria? Mich in ein Gespräch zu verwickeln, um eine Verschnaufspause zu bekommen? Muss ich schon wieder Klatschern ausweichen? Kommt drauf an, wie dein nächstes Freundschaftsspiel läuft. Was? Ach lol, ja Mensch. Für die Ausbildung einer neuen Jägerin, die potenziell ins Team kommen könnte, macht Sky einfach mal ein paar Quidditch-Trainings-Freundschaftsspiele. Das ist ja. Was für ein Aufwand! Ist doch nicht normal! Was? Es kommt mir vor, als würden deine Quidditch-Kameraden auf dein Stichwort erscheinen, Sky. Ach, daran ist nichts Magisches. Wenn eine Chance besteht, Quidditch zu spielen, dann sind sie zur Stelle. Aha. Hoffentlich seid ihr bereit für ein Spiel. Das ist nur der Anfang. Oh, yay. Ein Freundschaftsspiel, das wir garantiert 100%ig gewinnen werden. Und wir werden jetzt zum Jäger ausgebildet. Ich meine, wir haben ja schon gutes Sucherpotenzial gehabt, ne? Oder? Waren wir Sucher oder waren wir... Nee, ich meine, wir waren Sucher. Aber es ist schon viel zu lange her. Ich habe das letzte Mal im Juli hier die Story gespielt und ansonsten habe ich halt mehr so, ja, Unterrichtsstunden gemacht. Voll lame, aber immerhin habe ich meine Attribute dadurch verbessert. Es ist ein schöner Tag für ein Quidditch-Freundschaftsspiel und mit einer Wahrscheinlichkeit von 98,3% wird es super spannend werden. Mit dem Hutsch wird das Spiel beginnen. Beide Teams sehen sehr hungrig aus.
Ja, ich bin auch hungrig. Hab nichts gefrühstückt. Der gegnerische Jäger hat den Quaffle. Gleich erleben wir das erste Tor der Partie. Es sei denn, Delacroix hat eine Idee. Delacroix versucht, den gegnerischen Jäger anzurempeln. Es ist ein schmaler Grat zwischen einer Rempelei und einem Foul. Oh, neue Züge. Die kennen wir, glaube ich, so noch gar nicht. So, und ja, wow. Ich bin nicht sonderlich gut in diesen Spielen. Zumindest habe ich herausgefunden, dass es leichter ist, das am Handy zu spielen als auf dem PC. Delacroix hat dem gegnerischen Jäger den Quaffel abgeluchst und ein Teamkollege hat ihn sich geschnappt. Oh yes, wir haben das Tor vereitelt. Katsching! Der gegnerische Jäger hat den Quaffel. Ist die Glückssträhne von Delacroix damit etwa schon zu Ende? Delacroix ist hinter dem Quaffel her, wie ein Niffler hinter einem Sack voller Galeonen. Wird sich Delacroix den Quaffel schnappen? Werden wir es herausfinden. Ich bin, wie gesagt, nicht sonderlich gut in diesen Minispielen, zumindest nicht am PC. Aber ich glaube, wir haben es eh schon geschafft. Perfekt! Boom! Was für eine fantastische Flugshow, Leute! Wer braucht schon Glück mit dem Naturtalent von Delacroix an seiner Seite? Ja, und den tollen Aufweichmanövern, die wir herausgefunden haben, durch unsere Freundin Sky. Delacroix hat den Quaffel. Nach dem letzten Manöver hat die Jägerin freie Schussbahn auf die Torringe und trifft! Delacroix bereitet einen Torschuss vor. Aber der Ravenclaw-Hüter lässt sich nicht so leicht überwinden. Hä, wir sind selbst Ravenclaw. Wir spielen gegen unsere eigene Mannschaft? Wieso spielen wir gegen unsere eigene Mannschaft? Das ergibt für mich gerade keinen Sinn. Aber na gut, es ist ein Freundschaftsspiel. Was soll's. Katsching! Tor! Delacroix hat mit ihrem Tor 10 Punkte für Ravenclaw gewonnen! Amazing! Wupp, wupp, wupp. Das Team von Delacroix geht siegreich aus einem packenden Spiel hervor. Das sind die Momente, von denen Quidditch lebt. Oh yeah, lassen wir uns feiern. Wir sind geil. Wir sind der neue Jäger des Teams. Badum. Und wir haben neue Punkte bekommen. Nicht mehr lange bis zum Buch. Ich sammle ja momentan Bücher, um ganz viele Haustiere zu bekommen, denn ich meine, es war Haru. Haru hat mir nämlich geraten, ganz, ganz viele Bücher zu sammeln, um meine Haustiere freizuschalten, denn mit denen bekommt man halt noch mehr Energie. Und die gehen nämlich sogar über das Maximum hinaus. Also wenn man nur 34 Punkte sammeln kann, kann man mit den Tierwesen halt trotzdem noch weiter sammeln. Und das ist halt eigentlich ganz cool. So, next one. Schließe zwei Quidditch... Hä, wir haben doch schon eins abgeschlossen, oder? Jetzt gibt's hier offensichtlich einen kleinen Bug, I guess. Und deswegen mache ich an dieser Stelle einen kurzen Cut. Wir haben gerade schon gesehen, wie ein Freundschaftsspiel aussehen könnte, wenn wir Jäger sind. Und ich werde jetzt noch zwei Spiele absolvieren und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, die beiden Quidditch-Spiele sind absolviert und wir sind nun wieder auf dem Quidditch-Feld, um mit Sky zu sprechen. Aber wenn wir hier weiter scrollen, dann sehen wir Löcher. Und nein, es sind keine Maulwürfe, sondern es sind Gnome. Ich gehe mal davon aus, dass wir nun das Quidditch-Feld entgnomen dürfen. Etwas, was übrigens in den Harry Potter Filmen viel, viel zu kurz gekommen ist. Ich habe dieses Spiel beim Game Boy Color sehr geliebt, wo man dann den Garten entgnomen durfte in Teil 2. Und wer weiß, vielleicht kommen wir hier endlich in den Genuss des Entgnomens. Wir trainieren ständig für Quidditch. Ein Wunder, dass ich den Anschluss im Unterricht nicht verloren habe. Aha. Stimmt! Jetzt lernst du meine Welt kennen. Ich hatte auch keine Zeit, meine neuen Quidditch-Fähigkeiten einzusetzen, um das nächste verwunschene Verlies zu finden. Darüber kannst du nachdenken, wenn du ein Probetraining hattest und ins Team aufgenommen wurdest. Heute hast du mich zum ersten Mal ohne Besen hergerufen. Für das Krafttraining brauchst du keinen Besen. Krafttraining? Du magst zwar zäh und schnell beweglich sein, aber ohne Kraft kann es passieren, dass dich unser Kapitän übersieht. Wann wird entschieden, wer zum Jägerprobetraining eingeladen wird? Bald! Wir müssen uns also beeilen, wenn wir den Quidditch-Pokal für unser Haus gewinnen wollen. Aber die Hausmatches haben noch nicht einmal begonnen, Sky. Und ich hatte noch kein Probetraining, vom Platz im Team ganz zu schweigen. Aha. Stimmt. Aber je länger ich dich beim Training beobachte, desto sicherer bin ich, dass du die neue Jägerin bist, die wir brauchen. Ja, danke. Danke. Das bedeutet eine Menge von der Sky Park. Oh mein Gott. Wirklich?
Manchmal bin ich so beschäftigt damit, ich zu sein, dass ich vergesse, wer ich bin. Weißt du, was ich meine? Ich glaube schon. Wenn mir mein eigener Ruf in Hogwarts nicht vorauseilt, dann zumindest der meines Bruders. Du verwechselst mich schon wieder in ein Gespräch, um dich vor dem Entgnomen zu drücken. Entgnomen? Das ist mein Krafttraining? Yay! Endlich! Danke, Harry Potter-Universum! Aha. Genau! Das Quidditch-Feld muss entgnomt werden. Ich habe uns freiwillig angemeldet. Dachte mir, so komme ich auch mal zu meinem Training. Freiwillig gemeldet? Bei wem? Hagrid! Madame Hooch! Oh, ihr habt es wohl schon gehört. Die Gnome aus meinem Garten haben sich hier niedergelassen. So hatte ich mir meinen Nachmittag nicht vorgestellt. Wie entgnomt man denn ein Quidditch-Feld? Man wirft einige Gnome. Die anderen kommen aus ihren Löchern, um zu sehen, was los ist. Dann wirft man den Rest. Schwingen sie den Gnome um ihren Kopf, bis ihm schwindelig wird. Und dann lassen sie ihn irgendwo fallen. Diese Technik ist sehr effektiv. Wir werfen die Gnome also tatsächlich? Aha. Krafttraining! Was denkst du? Sollen wir das Feld entgnomen? Super, ich kann es kaum erwarten. Das klingt furchtbar. Das ist unmöglich. Ha, doch. Tu es. Los. Das klingt super. Lass uns anfangen. Ihre Begeisterung dafür, das Quidditch-Feld in einwandfreiem Zustand zu erhalten, ist bewundernswert. Genau wie Valkyrias Ehrgeiz beim Quidditch-Training. Ich wusste nicht, dass du für dein Hausteam antreten möchtest, Valkyria. Ich versuche zumindest zum Probetraining eingeladen zu werden. Sollen wir anfangen, das Feld zu entgnomen? Wir haben demnächst ein Quidditch-Freundschaftsspiel. Wirklich? Aha. Wirklich? Yay! Entgnomen! Was? 8 Stunden? 8 Stunden entgnomen? Gibt es Pluspunkte, wenn das da hinten durch den Ring geht? Oh mein Gott, ich liebe es! Ich werde an dieser Stelle nochmal einen Cut setzen und wir sehen uns dann nach dem Entgnomen wieder. Bis später. Gut gemacht. Unser Quidditch-Feld ist frei von Gnomen. Das war eine Menge Gnome. Die Gnome, die ich gefunden habe, wollten nicht wirklich geworfen werden. Ich wünschte, wir hätten mehr Gnome zu werfen. Ich habe mich so langsam dran gewöhnt. Sie sind bestimmt schon auf dem Weg zurück in meinen Garten. Hauptsache, sie kommen nicht hierher zurück, Hagrid. Hier wird Quidditch gespielt. Und zwar jetzt, wie es aussieht. Woher wissen Sie immer genau, wann Ihr Auftritt gefragt ist, Sky? Aha! Meine Freunde sind nie weit vom Feld. Schnapp dir einen Besen. Los, lass uns spielen. Die nächste Quest wird dementsprechend, denke ich mal, darin aussehen, dass wir ein neues Spiel spielen werden. Ich werde spielen und dann sehen wir uns in der darauffolgenden Videosequenz. Allerdings, in Ermangelung der Zeit und weil wir jetzt 2 Freundschaftsspiele absolvieren müssen, um die Quest abzuschließen, möchte ich an dieser Stelle einen Cut setzen. Wir sehen uns dann nächste Woche Mittwoch wieder. Ich hoffe, ihr seid dann genauso frisch und motiviert dabei, wie ich es bin. Bis dahin und Nox!